Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft zusammen mit dem Tanzwitzer 1000. Nein, ich bin so tanzbar. Nach Monaten hört man unseren Tanzbär mal wieder. Und das zu einem sehr guten Zeitpunkt, denn wir schauen uns heute die 1.16 an, die am 23.06. für alle Plattformen und Versionen erschienen ist. Es beinhaltet neue Blöcke, eine neue Rüstung, einen neuen Nether, das ist das Größte, was sich geändert hat, neue Pflanzen und Holzarten, neue Emotes, nämlich diese. Am PC drückt man dafür B, um diese zu bedienen, auf der Xbox beim Steuer- oder generell beim Controller mit dem linken Steuerkreuz. Also Steuerkreuz links, ja. Nach links zeigen. Und am Handy gibt es dafür ein eigenes Bild. Und das sieht oft sehr lustig aus. Wenn wir uns das mal anschauen. Klatschen. Hallo. Sehr schön. Und es funktioniert sogar jetzt schon auf Servern. So. Und dann beinhaltet es noch neue Freunde bzw. Gegner. So. Die 1.16. Das große Nether-Update, das jetzt schon seit vielen Jahren bekannt ist. Wir haben hier zu zweit eine Welt aufgebaut, auf keinem Server, eine stinknormale Welt, wo wir jetzt in hoffentlich einem Video oder zwei kurzen Videos zeigen, wie das Ganze aussieht, was die neuen Features sind, aber wir schauen, dass wir uns genug Zeit nehmen, dass wir euch alles zeigen, was es hier gibt. So, das erste ist, unsere erste Base hier, was wir gebaut haben, ist die neue Rüstung. Ihr seht schon, wir haben das Ganze mit neuen Blöcken gebaut, aus dem Brunnen. Wir sind das Schwert. Ich sag's hier. Ja, dazu kommen wir gleich. Ja, das Netherwood-Schwert ist stärker als wie ihr Schwert. Ist ja mal wurscht, denn wir schauen uns mal hier die neuen Blöcke an. Wir haben hier eine Kette, das ist schön, so viel Laternen. Und wir sehen auch gleich ein neues Seelenlicht, das es jetzt für alle Lichter gibt. Also Fackeln, Laterne und Lagerfeuer. Und die neuen Zäune. Ja, also diese Wir und wie ist das? Karmesin. Ja, was? So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein und diese neue Rüstung wird mit dem Erz Netherwood gebildet. Ihr hört jetzt gerade mein Klingelton, aber nicht. Auch. Die neue Netherwood-Rüstung. Es beinhaltet einen neuen Helm, Brustplatte, Hose, Schuhe und alle dazugehörigen Waffen. So schaut sie aus. Endlich mal was Neues, denn zum ersten Mal gibt es die Rüstung mit neuen Motiven hier im Inventar und sie schaut auch in echt ganz anders aus. Also ganz endlich mal speziell anders und ist viel stärker, also stärker auf alle Fälle mal wie hier. Und wir schauen uns das hier mal beim Tanzbär an. Sieht auf alle Fälle schon mal sehr schön aus. Und da winkt er schon wieder. So, wir haben hier die Nether, hier mal alle so. Was wir hier sehen, da steht schon Rückstoßwiderstand. Es hat schon von Anfang an so einen kleinen Bonus, was die Tiere Rüstung nicht hat, sondern nur das Schwert. Und das Netherwood-Schwert macht noch einen Angriffsschaden mehr. Das heißt, im PvP-Kampf wird das Netherwood-Schwert besser. So, wie craftet man jetzt die ganze Scheiße? Also, machen wir mal so. Ich habe hier mal so einen neuen Raum erstellt. Das machen wir. Wir bauen dafür einen Schmiedetisch. Jetzt hat zum ersten Mal der Schmiedetisch nach 1.13 war das, endlich eine Funktion. So, wir dazu antiker Schutt, das ist das neue Erz, das brauchen wir dafür. Das finden wir am besten, so wie dir sind in Höhe 13, finden wir das im Nether in Höhe 17. Und ich habe mir so ein Video angeschaut, da hat einer gesagt, er kennt einen, der hat 30.000 Blöcke abgebaut und hat nur 17 von diesem Erz gefunden, was sehr wenig ist. So, und dann sieht man schon so ein Teil hier beim Schmiedetisch. Ja. Aber wir brauchen dafür jetzt einen Barren. Gut. Also man kann das nicht auf Taverne werfen, sage ich gleich dazu. So, antiker Schutt bauen wir ab und kriegen wir so. Den nehmen wir jetzt und geben ihn in den Schmelzofen. Der dadurch schmilzt, oder generell in einen Ofen mit Kohle.
Und dadurch erhalten wir diesen Netherite-Schrot. Ja, das haben wir nochmal in die Kiste gegeben. Und wir bauen dazu Goldbarren. So, wenn wir das auf einer Workbench an, dafür brauchen wir dann eine Workbench, dass wir diesen Barren herstellen. Wir legen links Mitte oben und rechts oben ein Netherite Schrot hin und darunter überall Goldbarren. Dafür erhalten wir diesen Netherite Barren. So, nur. Warte, mit vier kann man einen machen. Nein? Also ja. Hier dir hin. Wie kriege ich das jetzt hin? Muss ich da 8 Barren für eine Netherite Brustplatte craften? Nein, das wäre nämlich sehr teuer. Dadurch haben wir jetzt ein neues Crafting-System. Wir sehen es jetzt auch noch hier. Früher konnte man das noch in der Beta so machen, dass aus einem Händler so wurde. Jetzt brauchen wir dafür aber den Schmiedetisch. Der hat jetzt diese Funktion, dass man jetzt zum Beispiel eine Dia-Brust reingibt, plus diesen Netherite-Bahn. Wir brauchen nur einen und erhalten dafür eine Netherite-Brustplatte. Da habt ihr jetzt gerade den Sound gehört. Und gerne, danke. So, das können wir jetzt rausnehmen. Den ganzen Blödsinn braucht jetzt keiner mehr. So, wir können aber, das kann ich jetzt nicht erzählen, das war von der Vorbereitung ein bisschen zu hektisch. Wir können, wenn wir auf der Dia-Brust oder generell auf irgendeinem Dia-Ding, es geht nur mit Dia, das Verwandeln auf Netherite. Und wenn dann jetzt eine Verzauberung drauf ist, auch Haltbarkeit, egal was, du kannst es nicht rübernehmen. Das heißt, wenn du jetzt Haltbarkeit hast, und du tust das jetzt auf eine Netherite-Rüstung draufgeben, hast du auf deiner Netherite-Rüstung nichts. Das muss man dann extra verzaubern. Deshalb empfehle ich euch so einen, wie heißt denn das? Diesen Ding, wo man reparieren und entzaubern kann. Dann legt ihr das dann drauf und bekommt wenigstens dafür Levels. Und damit könnt ihr euch dann wieder was Neues craften. So, da, so viel dazu. Genau. Und was noch speziell ist an dieser Rüstung ist, wenn ich die jetzt hier in die Lava droppe, kann man die... geh mal raus aus der Lava, Mensch. So, das Ding, es kann irgendwie nicht rein, es sucht immer den Boden, aber es kann auch nicht verbrennen. Das ist das Gute. Das heißt, es hat hier schon mal einen enormen Vorteil, meiner Meinung nach, an... Weil so eine Tierrüstung, wenn die dann drin ist und weg ist, oder? So. Die Waffen kann ich auch wieder reingehen, die brauchen wir nicht. Das Schwert behalten wir. So, das mal zu Netherite. Und dann schaut das so aus. Also, es ist sehr schwierig, eine Full-Rüstung. So, da muss man schon stundenlang farmen oder sehr viel Glück haben. Und gut. Auch die jetzt, wie gesagt, gibt es jetzt diese Seelenfackel, Seelenlaterne und Seelenlagerfeuer. Heißen so. Und ja, die finden wir hier. Gut. Eigentlich, die leuchten halt nur blau und haben sie leuchten halt auch gleich stark, also da ist kein Unterschied. Wie immer die Crafted weiß ich halt jetzt nicht. Ich nehme mal an, von der Farbe ein Tier reingehen, statt irgendwas anderem. Ist ja wurscht. So, jetzt mal. Die Wirblöcke. Und, also das sind die Wir und die. Ach, ich merke mir den Namen nie. Karmis. Das sind aus diesem neuen Block, ja. Also neues Holz, das, rot das, und blau. Es gibt jetzt 3 neue Biome und das alte, was jetzt neue Texturen bekommen hat, von den Blöcken her. Im so ein Vulkanausbruch. Und da werde ich jetzt oben ein Video verlinken von Lars LP, wenn das funktioniert und wenn es in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr diese Biome nochmal seht. Und wenn, schaut euch irgendeinen Snapshot an auf Minecraft.com, weil ich möchte das jetzt nicht extra einblenden. Ich möchte es ja so früh wie möglich euch zeigen können. Dafür gibt es einen Applaus, Alter. Das verdient einen Applaus. So, und da gibt es ein Biom, das besteht aus Wir und Kamesin. Und aus diesem Kamesin kann man Blöcke, alle Formen, Pflanzen, Dinge bekommen. Und bei Wir kriegt man sogar eine Angel, die ist dann später wichtig. Aber dazu später mehr im Nether da drüben. So, wie das neue Holz und Kamesin das neue Holz. Also der neue Stoff, es ist jetzt nicht Holz, aber man kann da aus Holz sagen, basteln. So, der nächste Punkt ist Schwarzstein. Da gibt es
das sind eigentlich nur so Blöcke, die man in bestimmten Biomen findet. Und was neu ist bei der 1.16, dass man jetzt hier, da war ein YouTuber urbegeistert. Eine Mauer verbindet sich nicht. Eine Mauer verbindet sich. Wir haben jetzt komplett dünne, also nur Halbblockwände und können daraus jetzt, da rein jetzt auch ein Fenster geben. Wenn wir das hier, so, und dann gehen wir das hier rein, verbindet sich das sehr schön und somit haben wir eine neue Art von Mauer, was wiederum sehr schön ist. Dafür gibt es, und das ist so ein neues Golderz, aber das man jetzt halt auch im Nether finden kann. Gut, falls ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Solche Fragen über das Update versuche ich zu beantworten. So. Hier diesen Regen. So. Regensystem ist Basalt. Genau, das ist hier ein toter Feuerkorallenblock. Den habe ich jetzt nicht dazu gegeben, ja, der kommt ja später. Aber das ist jetzt in die Arten. Also da seht ihr Basalt, ist ein bisschen dünkler und findet ihr nur in diesem bestimmten Vulkanbiom. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, ich habe mir diese Videos nicht angeschaut. Weil es mich ehrlich gesagt nicht so interessiert, dieser Nether. Mich interessieren nur die neuen Blöcke. So, jetzt sind wir bei der Station neue Blöcke, die cool sind. Also die wirklich schöne Funktion. So, da haben wir unter anderem den Zielblock, den Magneten, das traurige Obsidian und den Wiederbelebungsdings, da ist der Respawn-Anker. Der Zielblock ist da drüben aufgebaut. Zeige ich euch gleich, Magnet, nicht aufgebaut, aber so. Und dafür bauen wir einen Kompass. Machen einen Kompass hin und kriegen dafür einen Leitstellen-Kompass. Und der führt uns immer, egal bei welcher Reichweite, zu diesem Leitstein zurück. Das heißt, wenn wir den in die Mitte unserer Base hinbauen, finden wir immer zu unserer Base zurück und können den dann auch noch umbenennen. So. Nein! Ja, so. Gut. Wenn man jetzt stirbt, zählt das zwar als tot, aber man wird wiederbelebt. Nee, dort an der Stelle halt, glaube ich. Also, ja, ja. Ist jetzt und wenn man nein, nicht. Ja, das zeige ich auch noch. Habe ich extra vorbereitet. So, dann haben wir das traurige Obsidian. Das kriegt später eine Funktion, hat Mojang gesagt. Derzeit dient es aber nur als Dekoration. Und daraus ein Nether kann man auch nicht. So, jetzt schauen wir uns mal zuerst den Zielblock an, bevor wir uns die Sprengung anschauen. Nämlich, der Zielblock sendet ein kurzes Redstone-Signal. Umso stärker, umso besser man in die Mitte tritt. So, ich ziele ein bisschen drüber über die Mitte. Der fliegt fast dorthin. Und dann leuchten kurz alle Lichter. Schöne Redstoning. Und wir werden auch bei mir kommt sicher noch so ein Video, wo wir zeigen, wie man daraus ein Passwort machen kann für so eine Base, für das so eine Geheimbase. So, Brudi, geh mal hier Glowstone rein. Und wir schauen uns die Explosion an. Ah, schön abgemessen. So. Also ihr seht, das ist eine ordentliche Explosion, da kann alles weggesprengt werden. Nur wenn ihr euch einmal verglichen, also seid da vorsichtig. Was ich vorhin nicht zur Rüstung gesagt habe, die Nether Rüstung hat weniger, also das hätte bei Rückstoß mehr geschützt. Da fliegt ihr nicht einmal einen halben Block weit, wenn euch jemand mit Rückstoß schlägt. Also da habt ihr schon ordentlich einen enormen Vorteil. Dann sind neue Blöcke, die halt so zur Dekoration dienen. Und das ist wieder so ein neues Golderz. Und wir haben eine neue Schallplatte, hören wir uns auch gleich dann an. So, das ist dann hier dieser Basalt. Sieht, finde ich, als Bodentextur sehr schön aus. Es sieht halt fast so aus wie Stein, findet man aber im Vulkanbiom. So, das ist ein Golderz. Und hier ist die neue Schallplatte. Also Schallplatte, okay. Also Schallplatte von Lena Raine, Pickstep. So, das hören wir uns mal an. Ja, für mein Witzniveau. So, gut, dazu mal das. Und jetzt kommen wir zum großen Nether-Update.
Wir schauen uns jetzt die Biome an. Ja, das kommt dann später noch. Das sind die neuen Verzauberungen, die mitgeliefert wurden, um das für den Nether. Und jetzt kann man kann instant durch. Warte, ich geh durch. Also man hat jetzt keine Animation mehr, man ist direkt weg. Das hat wieder. So, da seht ihr noch. So, das ist die Seelenfackel. Sieht schön aus. Also ihr seht, man kann schon sehr schön durch diese neuen Holzfarben dekorieren. So, wir nehmen uns hier mal Gold raus. Das sind nämlich unsere neuen Schweinis. So, hier. Der ist etwas aggressiv. Wir geben ihm jetzt ein Gold. Oh, Mann. So. Oh. Er schlägt uns ja nicht. So. Nimm auf. So, hier. So, er nimmt es. Und dann schaut er sich das so an. Hallo. Nimm. So. Nimm. Dann schlägst du das nicht auf. Also, ich weiß jetzt gar nicht, was da los ist. Normalerweise droppt er dann eine verschiedene Sachen. Darum, von dem könnt ihr auch. Ich hole noch eine. Nee, ich hole noch eine. Vielleicht ist er auch. Lol. So, dadurch können wir auch dieses Traumdorf gern derzeit kriegen. So, wir schauen uns jetzt, wie heißt der Schreiter an? Das ist ein Typ, da bauen wir hier mal ab. Oder ab? Mit dem Schwert kann man nicht ab. Ah ja. Gut, wir gehen auf D. Also geben zuerst einen Sattel drauf. Reiten können wir reiten. Ich will abbleiben. Indem wir die neue Angel gehen, die Bierpilz auf einem Stock. So, und da so reitet unser kleiner Typ. Wenn ich den nicht ding und mich drehe, macht er nichts. Er bewegt sich nur nach diesem Bier. Anscheinend ist der Bier. Und wenn wir jetzt in Lava gehen, richtig krass. Der rennt einfach drüber, wird zwar leicht rot, aber er kriegt keinen Schaden und ihr kriegt keinen Schaden. Sehr schön gemacht. So. So, das sind die neuen Schweine da in der Unterwelt. Die Eberlein, ja, Eberlein, das sind die, die jagen diese, also die Schweine jagen diese und da die Babys spülen mit denen, da können Hunderte drauf liegen und irgendwann blutschen alle weg und sind alle tot. Und das ist das. Warte, soll ich das mal probieren? Nein, weil das ist blöd, die als Babys zu halten, das machen wir nicht. So. Dann haben wir hier das Schwein-Ding. Das ist von der Oberwelt. Also wenn ihr dieses Schwein mit einer Gravity Gun raufportet in die Oberwelt oder mit einer Gravity Gun rübernimmt, dann, das ist auch beim Schwein nicht so, dann schauen die so aus wie die alten Schweine-Gegner im Nether. Und das ist übrigens... da drüben ist dieses rote Biom und hier sind wir im klassischen. So, und das, daraus schaut es dann so aus. So, das war's jetzt mal im Nether. So, ich brauche dafür aber auch einen Zauber. Und einen neuen Block habe ich da, den habe ich übersehen und habe ihn halt noch am Ende gepickt. So, wir haben unter anderem Seelenflitze 1, 2, 3 und Fluch der Bindung und Fluch des Verschwindens und das Pilzlicht. Schauen wir uns mal das Pilzlicht an. Das ist ein fast so wie Closed und halt nur, dass man es nur im Nether findet. Bei diesem Mir Biom plus Kamerin oder so. So. Seelenflitze ist das über den Seelenblock. Umso schneller halt, umso besser die Verzauberung, umso schneller drüber fliegt. So, Fluch der Bindung nehme ich mal an, ist so Dreizack, dass der da bei dir bleibt und versucht des Verschwindens, da wird irgendwas verschwinden. Ich habe die ehrlich gesagt noch nicht getestet, ich habe sie nur durch ein Video entdeckt und wollte es euch mal zeigen. So, das war's jetzt eigentlich schon. Explosion, neue Blöcke, neue Rüstung, mit einem neuen Crafting-System. Genau, neue Farben, neues Holz. Und neue Gegenstände, neue Redstone-Funktion und die Emotes. Ja.
Die kann man übrigens beim Skin-Menü jetzt ändern, genauso wie einen Banner draufgeben. So, ich drücke B. Nein, Spaß. Ich stell dich mal zurück. Dann würde ich sagen, die Netherite-Rüstung verabschiedet sich von einer spannenden Infofolge der 1.16 hier in Minecraft. Dann sehen wir uns in einer neuen Folge Minecraft LS19, Scribble.io oder weiteren Spielen. Schaut auf alle Fälle bei Tanzbitte1000 vorbei. Das, danke, dass du mitgemacht hast. Und dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Warte, tschüss. Noch eine Veranlassung.